Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon einfach verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier eine Kiste aufgebraucht von dem Monat September. Ja, es ist wieder nicht ganz so viel, ne? Ich denke, wir kriegen eine halbe Stunde voll. Ja, wir gönnen uns jetzt mal eine kleine Pause von den ganzen Adventskalender-Unboxings, ne? Ja, genau, und dann aufgebraucht muss auch sein. Und das müssen auch noch ein bisschen ein paar andere Videos sein. Ja. Und wenn dich das interessiert und andere Geschichten, die ich hier so treibe, nicht nur Adventskalender-Unboxing, sondern auch andere Sachen. Momentan sind Adventskalender-Unboxings nun mal im Fokus, ne? Würde ich mich freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kaninchen abonnierst, Glöckchen anmachst, nicht vergisst. Dann informiert dich nämlich YouTube über ein Video von mir. Und funktioniert aber nicht immer so, dass YouTube dich pünktlich informiert, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Ich bin nur auch bei Instagram, da bin ich aber nur privat unterwegs und da lasse ich sofort meine Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Ne? Instagram-Link findest du auch unten in der Infobox. Ne? Genau, da könnt ihr euch mehr drauf verlassen, wenn ich das da preisgebe, dass ich gerade ein Video gerade frisch hochgeladen habe, wie als mit den YouTube-Einstellungen. Ne? Oder einfach gucken bei YouTube, bei den Lieblings-Creatern, die ihr abonniert habt. Da erscheint so ein blauer Punkt, also zumindest kann man das so auf dem Handy sehen. Und da steht dann halt da, und der blaue Punkt zeigt, dass euer Lieblings-Creator gerade ein neues Video hochgeladen hat. Ich würde sagen, wir fangen da mal an. Ich habe hier Produkte drin, die ich auf einen längeren Zeitraum aufgebraucht habe. Nicht nur von einem Monat, die aber in diesem Monat alle geworden sind. Ne? Und manches, was ich halt jeden Monat benutze. Also es sind auch viele Favoritenprodukte dabei, die ich immer hole. Und ja, ich mache auch immer noch aufgebraucht extra von den Beautyboxen. Ich habe Glossybox und Blissimbox. Da gibt es auch noch immer ein extra aufgebraucht. Ne? Genau. Ja, so mache ich das. Ne? Das kommt, glaube ich, auch ganz gut an. Und ich würde sagen, wir fangen dann jetzt einfach mal an. Ne? Früher habe ich mir das sortiert, das mache ich auch nicht mehr. Ich habe hier eine Kiste liegen, alles durcheinander. Ich fange jetzt einfach mal mit Waschmittel an. Ja, das ist mal was ganz Neues bei mir auf dem Kanal. Ne? Es hat mein Freund mir mal mitgebracht. Spee, frische Kick, 24 Stunden Deo, frische 4-in-1 Waschmittel. Und ja, 990 Milliliter. Hätten so voll machen können, ne? Ich muss euch ehrlich sagen, ich merke einfach keinen Unterschied zu dem Domol-Waschmittel. Also im Grunde genommen ist es nichts anderes. Es mag vielleicht ein bisschen besser sein, aber trotzdem muss ich euch ehrlich sagen, ich hole immer mein Domol. Ne, das ist mir zu teuer. Auch selbst im Angebot finde ich es teuer. Domol reicht mir zu. Und wenn ich dann noch ein bisschen spare mit 10%, ne? Ja. Ich habe es mal ausgetestet, ich merke da jetzt keinen Unterschied. Ihr könnt mir auch mal gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr so Unterschiede merkt zwischen den teuren und zwischen den guten, ne? Ja, obwohl das ist halt auch bloß für einen Single-Haushalt, ne? Eine Familie, ich sage mal, hast du jetzt 4 Leute, Mutti, Vati, 2 Kinder, würdest du, glaube ich, das niemals holen. Das ist in einer Woche alle oder so, ne? Also das ist wirklich nur für einen Single-Haushalt gedacht, ja. Gut, dann habe ich hier Softlan Ultra Vanille und Orchidee, euch lieb's voll, mein Lieblingsgeruch, Vanille und Orchidee. 1 Liter und jetzt kommt mir nicht wieder Tierabfälle, ne? Ja, ich kann es schon nicht mehr hören oder lesen, ich weiß nicht, ist bei Softlan auch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, mag möglich sein. Ich hole mir sowas immer im Angebot, ist mir aber egal. Bin aber mehr so der Vanille-Fan. Ja, gut. Ne? Was heißt, ist mir egal. Was denkt ihr, wo ihr überall Tierabfälle drin habt? Das glaubt ihr nicht. Also das sind vielleicht, und draufschreien kann man viel. Ne? Ja, aber hole ich mir nur im Angebot, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und wie viel haben wir hier drin? 1 Liter, ne? Ja, ich mag so Vanilleduft, ne? Das ist voll so mein Vibe. Dann habe ich hier 2x Mundwasser. Ja, da hatten sie eine Zeit lang im Kaufland das Blaue nicht gehabt. Bewohler Fresh, ne, das ist so mit Alkohol. Das ist mein Lieblingsprodukt, das kostet im Kaufland 85 Cent. Und das hole ich immer, hatten sie eine Zeit lang nicht gehabt. Da habe ich mir dann das geholt mit Mint. Das ist so ohne Alkohol, das ist so Kräuterminzgeschmack. Karies, Bakterien, Zahnbelag, also es macht genau das gleiche wie das Blaue.
halt nur ohne Alkohol. Das ist aber auch gut, das Mint. Ne? Das mag ich auch voll. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen, macht den Mund ein bisschen frischer, kann man das so sagen? Ich glaube ja. Und ja, ne? Ist immer am Start, was soll ich sagen? Hole ich mir immer und das reicht so. Ja, im Monat verbrauche ich tatsächlich immer zwei so eine Fläschchen. Ne? Ist auch so ein Favoritenprodukt von mir. Das kaufe ich immer nach. Was ich auch immer nachkaufe, habe ich vieles heute hier. Von Isana klärendes Gesichtswasser, erfrischend, belebend, spendet Feuchtigkeit, Aloe Vera, Glycerin, normale Mischhaut. Ich nehme auch viel von den Boxen, wenn was mit bei ist, aber da hat man immer so kleine Größen drin. Und wenn, dann hole ich mir immer das von Rossmann. Hier hat man 200 Milliliter drin. Ich muss sagen, es ist gut. Kann man morgens und abends nehmen. Früh habe ich immer so andere Sachen, so erfrischende Sachen, steht im Kühlschrank. Und das benutze ich immer abends. Und es ist auch so preisgünstig, ne? Und mir reicht das so zu. Wir wissen alle, Gesichtswasser, ne, zum Nachreinigen, ne? Make-up-Entferner, dann wäscht man sich das Gesicht mit irgendeinem Make-up, nee, nicht Make-up, so Gesichtsreinigungszeug meistens, ne? Und dann nochmal nachklären mit so einem Wasser. Ist immer dabei, Daumen nach oben. Das nehme ich immer in so ein Favoritenprodukt, ne? Dann, was noch Favoritenprodukt ist, der ein oder andere kennt das schon, wer mich länger verfolgt. Von Isana Augen-Make-up-Entferner ölhaltig, 2 in 1 Augen-Make-up-Entferner Wimpernpflege ohne Fett, 5 mit Aloe Vera, Mandel für wasserfestes Make-up, 100 Milliliter. Das ist so ein Zwei-Phasen-Make-up-Öl. Man schüttelt, man muss es schütteln, dann wird es eins. Ich benutze lieber Öl-Make-up, halt, ja, Öl für zum Abschminken. Komme ich besser mit klar und da kriege ich auch wirklich immer alles runter. So eine Flasche ist auch nach einem Monat ist die bei mir alle, ne? Und das hole ich auch immer. Das seht ihr jeden Monat bei mir. Ich habe schon andere Sachen ausprobiert aus den Beauty-Boxen, aber das ist immer am Start. Und das brennt mir nicht in den Augen. Ich habe auch schon, glaube ich, bei jemandem gelesen, bei dem, der hat drunter geschrieben, bei dem brennt es in den Augen, bei mir nicht. Also ich komme damit richtig gut klar. Daumen nach oben. Wer es noch nie ausgetestet hat, weil er denkt, preisgünstig ist nicht gut, testet es unbedingt. Guck mal, hier ist noch so viel drin, ne? Das kriege ich nicht raus irgendwie. Das ist irgendwie blöd gemacht. Testet es einfach mal aus, ne? So, was ich auch immer nehme. Jeden Monat Isana Nagellackentferner. Acetonhaltig, ideal bei intensiven Farben mit Mandelduft. Naja, es riecht einfach ekelhaft. Riecht nichts nach Mandel. Da gehe ich immer raus auf den Balkon und tue mir dann immer die Nägel ablackieren, damit die ganze Bude nicht stinkt. Und hier haben wir 125 Milliliter, reicht auch immer für einen ganzen Monat bei mir. Es kostet 89 Cent. Also das ist auch so günstig, ne? Also wenn man jetzt nicht so viel im Portemonnaie hat. Ich benutze, eigentlich bin ich mehr Fan von diesem Pöttchen, wo man so den Finger reinsteckt und dann, ne? Aber das war, es gab Zeiten, da war es mir einfach zu teuer und da musste ich halt immer so ein bisschen auf das Günstigste gucken. Die Zeiten haben sich ja jetzt wieder geändert. Ich kann ja jetzt wieder arbeiten. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Ist bestimmt euch schon aufgefallen, dass ich so einen, den einen oder anderen Adventskalender mehr unboxe, wie anstatt letztes Jahr, ne? Und ja, aber noch hole ich das, ne? Jetzt muss noch ein bisschen mein Geld für Adventskalender sparen. Genau, aber, ne? Trotzdem ist das gut, Daumen nach oben, es erfüllt seinen Zweck. Na, was soll man sagen? Ja. Noch ein Favoritenprodukt. Mensch, Isana Haarspray Power Ultra ohne Beschwerden, ultimative Fixierung, mega starker Halt. Stufe 5, ne? Da muss ich auch wirklich mal sagen, das hole ich immer. Ich habe jetzt aber heute bei Rossmann gesehen, das gab es nicht mehr. Beim letzten Mal gab es das auch schon nicht. Gab nur noch Stufe 4. Ich brauche nur Haarspray, damit ein bisschen mein Pony, damit ich mein Pony ein bisschen zum Legen bekomme, ne? Und ja, ja, 250 Milliliter ist auch immer einen ganzen Monat aufgebraucht, ne? Da komme ich auch immer einen Monat mit hin. Wie gesagt, Favoritenprodukt von mir hole ich immer. Für mich reicht's zu. So, dann habe ich mal was, wieder was von Isana. Hier ist alles, ja, also irgendwie. Milde Seife, oh, guck mal mit dem süßen Design. Das war so ein schönes Sommerprodukt, ne? Seifenspender mit so, mit diesem Blümchen und so, ne? Mit dir ist das Leben schön. Ja, es hat so einen, einfach so einen normalen, blumigen, zarten Geruch gehabt. War jetzt nichts Besonderes, 500 Milliliter. Aber es war ein schöner Gag so mit dem, ne?
Richtig süß, wo das im Sommer so rauskam mit den zwei Hunden. Mega, ne? Ja. Jetzt habe ich momentan viele Handseifen da aus den Adventskalendern. Jetzt nehme ich die momentan. Und ja, wenn ich mal keine andere Seife habe, hole ich mir immer so einen Spender, denn da muss man, ne? Genau. Nochmal 10% gespart. Was will man mehr? So. Dann habe ich was alle gemacht. Ja, hatte ich schon mal gehabt in meiner Doc Morris Box. Und das, ich habe eine Freundin, die arbeitet in der Apotheke. Ne, zwei Freundinnen habe ich, die in der Apotheke arbeiten. Und die eine Freundin, aber die arbeiten getrennt voneinander. Die arbeiten nicht in der gleichen Apotheke. Und die eine hatte so ein, ich denke mal, so ein Promo-Paket bekommen, wo auch das hier mit drin war. Das ist nämlich so ein Apothekenprodukt. Medipharma Cosmeticas Home Spa Green Garden, Green Garden, entweder Englisch oder Deutsch. Green Garden. So, hautpflegender Körperbalsam, Leute, es roch so gut und 50 Milliliter ist bloß eine Probiergröße, wo sie ein Foto in die Mädelsgruppe geschickt hat und meinte, guckt mal, ich habe hier ein bisschen was für euch. Habe ich geschrieben, ich möchte sofort das Home Spa haben, ne? Oh, das riecht so gut. Ich kann euch das sagen. Ich will aber nicht wissen, was die Originalgröße in der Apotheke kostet. Vielleicht weiß das einer. Ich könnte ja meine Freundin auch mal fragen. Ne? So ist es nicht. Aber ihr könnt es mir ja vielleicht unten mal in den Kommentaren schreiben. Vielleicht weiß das einer, was das kostet. Ne? Aber ich glaube, das ist ein teures Produkt. Könnte ich ja eigentlich auch googeln. Ne? Gibt es ja auch Online-Apotheken. Gut, aber das riecht immer noch so gut. Ne? So ein bisschen so Rituals oder die Homespa-Reihe von Douglas, ne? So ein bisschen erinnert mich das. Aber irgendwie riecht das noch besser, Leute. Mein Gott, das riecht so toll. Schade. Ist leider, leider alle. Das ist es immer, ne? So ganz teure Sachen, die einem richtig gut gefallen. Und wenn du es nachkaufen willst, oder du guckst einfach mal spaßeshalber nach dem Preis. Dann denkst du so, upsie. So, aufgebraucht habe ich auch Balea Fruity Rainbow Tuchmaske. Intensive Feuchtigkeit mit Wassermelonenextrakt, Kirschextrakt und Hyaluron. Limited Edition. Ne? Damit habe ich wieder mein Bad dekoriert. Jetzt kommen so die ganzen Limited Editions weg. Mal gucken, wie ich jetzt irgendwie Herbstmasken herbekomme. Ja, ich weiß, gab es bei DM. Müsste ich mal gucken, ob ich mal irgendwie zu DM komme oder mal bestelle. War. Das Motiv ist schön, aber das war so eine ganz normale, also da war ohne Druck. Ich habe die zweimal verwendet, weil ein Haufen Serum drin war. 15 bis 20 Minuten oben lassen. Ja, manche sind gut von Balea, manche nicht. Die waren in Ordnung für einen kurzen Moment, hat sie was gemacht. Aber ja, aber ich mag die trotzdem immer, ne? Die sind immer so schön und ja, was soll ich sagen? Mittelmäßig, das Design immer schick. Von der Pflegeformel her sagen wir mal mittleren Daumen. Da gibt es teurere Marken. Mittleren Daumen vor allem Ding. Daumen zur Seite. Habt ihr schon mal mittleren Daumen gesehen? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Mittelmäßiger Daumen. Mittelmäßiger Daumen. So, zur Seite. Von der Pflegeformel her. Ja, ne? So, dann habe ich hier, was habe ich denn hier noch? Ach, guckt mal. Habe ich von meiner Mutti geschenkt bekommen von Kneipp. Naturkind Zaubermuschel Farbsprudelbad. Mein Gott, schwimmende Muschel mit rosa blauem Schaum. Ja, die war toll. Mit Wassermelonenduft. Ja, die hat einen schönen Duft gehabt. Die war echt toll. Ich hätte euch die Muschel abfotografieren sollen. Aber, wie gesagt, die habe ich von meiner Mutti geschenkt bekommen. Ich habe von meiner Mutti, kriege ich mal jedes Jahr zum Geburtstag so ein Beauty-Päckchen. Ne? Und ich habe davon ein Video abgedreht. Daraus ist auch die Flasche hier. Ich habe euch das mal so ein bisschen so, ne? Ich zeige euch mal oben hier das Video, was ich von meiner Mutti da bekommen habe. Und dann seht ihr auch, irgendwas ist hier ausgelaufen. Und ja, irgendwie guckt mal. Und dann seht ihr auch, wie die Muschel aussah, ne? Falls es den einen oder anderen interessiert. Die war echt gut. Die hat echt gut gerochen. Schönes buntes Bad gehabt. Ich habe sie gemocht. War echt toll. Ja, mich richtig gefreut. So, dann habe ich hier aus der Barbara Box Muttertag Edition. Die war wirklich toll, die Barbara Box. Ob ich euch das auch mal hier oben durchlaufen lasse, könnt ihr gleich mal gucken. Die nächste,
Genau, die war echt schön. Also muss ich wirklich sagen, das Parfüm war so lala. Das ist dieses All My Scent Bonbon Boom Eau de Parfüm von der Verpackung her. Ach so, Duft Fresh Lavender, Pierre Bergamot, guck, Aromatik, Coconut Cream, Praline, Vanilla Orchid und Statement Musk. Also durch dieses Vanilla hatte ich so gedacht, so naja, könnte dein sein. Aber das hat nicht lange gerochen. Ich glaube, ja gut, vielleicht riecht man das auch irgendwann nicht mehr. Guckt euch mal das Design an, dann machst du das so auf und dann sah das so wie so eine Blume aus. Ne? Echt schön, muss ich sagen. Aber würde ich mir den nochmal. Ist halt Glasflakon. Ne? Also ich denke mal auch eine Originalgröße, hatte ich schon gesagt. Wie viel Milliliter? 45 Milliliter, keine 50. Nein, 45. So, ich habe euch gerade vorgelesen, nach was es riechen soll. Ne? Also da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Ja, es roch gut, aber das war nach einem Heimtag, würde ich denken, verschwunden gewesen. Also ja, es hat nicht lange gehalten. Ne? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, nochmal würde ich das nicht haben wollen. Nö, nicht unbedingt. So, was habe ich denn hier noch? Ach ja, ich habe hier eine kleine Parfümprobe von Prada. Parada, oh, das roch gut, Leute. Das war so eine kleine Probe, ne? Da waren wirklich nur 1,2 Milliliter. Mir schwirrt bestimmt noch irgendwo das Fläschchen rum, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das roch auch gut, ne? Richtig gut. Ja, das war auch so weit. Frag mich nicht, nach was gerochen. Ich bin da so schwer im Düften schreiben. So, dann habe ich was. Achtung, Spoiler. Aus dem Dresdner Essenz Adventskalender kommt jetzt hier noch mehr. Wartet mal, ne? Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann spult Wie gesagt. vor. Dann spult vor, wenn du das nicht sehen möchtest. Habe ich einmal aus dem Kalender schon Aroma Badetap Relax Innere Balance schon benutzt. Die roch wirklich toll. Ich kann euch das sagen. Aroma Booster Effekt, das stand jetzt auch nicht so richtig. Wie soll ich sagen? Es roch so nach holzig, so ein bisschen. Ne? Ja, die war echt gut. Und das Duschgel, schade ist, das roch gut. Aroma Booster Duschgel mit weiße Blüten, Lavendel und Sandelholz für, ja, für normale und trockene Haut. 20 Milliliter, guck mal, habe ich dreimal geduscht, aber so leider alle. Die roch so toll. Das war voll mein Duft, ne? Die roch richtig, richtig gut. Ich hab's geliebt. Daumen nach oben, ne? Den Geruch mochte ich. Was ich jetzt auch aufgebraucht habe, war, das habe ich von meiner Mutti geschenkt bekommen, weil die brauchen andere Waschmittel und Spülmittel, weil sie halt eine Bio-Kläranlage wahrscheinlich haben. Und jetzt müssen sie alles mit Bio und so. Ne? Und da hat sie mir das dann geschenkt. Das hatte sie angefangen. W5 Limited Edition, Himbeerrose 500 Milliliter. Ja, es riecht gut. Es ist einfach toll. Aber man hat von den 500 Milliliter, obwohl das reicht auch schon eine Weile bei mir. Ne? Ich hole mir lieber so 1 Liter Flaschen so von Dumol und das reicht vollkommen zu für mich. Ne? Hat seinen Zweck erfüllt. Der Duft war angenehm. Es ist halt Spülmittel. Ich habe keine Spülmaschine. Ich wasche halt noch mit der Hand ab. Ja, ne? Man muss ja ein bisschen auch nicht faul werden im Leben. Ne? So. Ach ja, die sind auch immer mit am Start von Dumol WC Duftstein. Duoaktivform mit zufälligem Schutz vor Kalk und Urinstein, langanhaltende frische frische Nachfüller hole ich mir immer. Da hat man immer zwei so eine Steine drin, zweimal 40 Gramm. Es gibt einmal diese gelb-grün und dann, wenn die alle sind, hole ich mir halt wieder die Farbe. Da habe ich länger was von. Ich hatte auch schon welche gehabt hier von WC frisch oder wie das heißt. Diese mit, das hält, das hat nicht lange, das war einen halben Monat, war das alle. Und so ein Stein hält einen Monat bei mir. Also die halten ein bisschen länger. Die hole ich immer, die sind so günstig, ich glaube 59 Cent oder 60 Cent oder so. Gibt's immer, ne? Ja, Daumen nach oben, was soll ich sagen? Favoritenprodukt ist immer mit am Start, ne? Sei denn, ich krieg was anderes geschenkt, dann probiere ich das natürlich dann auch aus. Leute, die war toll. Annemarie Börlin, System Absolut Anti-Aging glättende Augencreme.
Die war wirklich, wirklich gut. Es war nur eine Probiergröße von 5 Milliliter. Ey, die hat aber wirklich, ich zeige euch mal die Tube, die war, glaube ich, in den Kosmetikfuchs Adventskalender letztes Jahr. Ist wirklich so eine kleine Probetube gewesen, ne? Also wirklich so. Habe ich aufgeschnitten. Meistens die Tuben, wenn ich sie aufschneide, ist es gut, das Zeug. Die war echt toll. Also meine Augen haben das geliebt. Das hat so richtig, ja, ich habe nun mal Augenfältchen, ne? Bin auch nun mal in dem Alter. Ich bin nun mal Ü40 und dann so, und ich trinke nicht viel. Und dadurch bekomme ich halt Augenfältchen. Ansonsten habe ich relativ schöne Haut, ne? Kann ich nichts gegen sagen. Das ist aber halt, ich mache nichts, das ist einfach nur genetisch veranlagt. Meine Mutti hat schöne Haut und meine Oma und meine Schwester. Es ist halt auch manchmal genetisch veranlagt, ne? Und ich muss da jetzt nicht so Acht geben auf Pflegeprodukte, wann ich was nehme, Retinol, nicht Retinol, wann jetzt im Herbst oder im Winter oder nicht im Winter und MAA, PAA, das ist bei mir völlig wurscht. Das ist bei mir, da reagiert meine Haut nicht, ne? Und da bin ich halt gut damit ausgestattet. Jetzt habe ich die Tube verloren, aber die Augencreme, die ist wirklich top. Also, es hat schön die Augenpartie geglättet. Die Falten verschwinden natürlich nicht, aber erstmal schön geglättet und schön Feuchtigkeit gespendet. Also es sah auch schön feucht und glänzend aus, ne? Und ja, die war echt, echt gut. Also wenn die noch mal irgendwo mit bei ist, momentan habe ich eine Barbour-Augencreme, die ist auch mega. Also die ist auch echt toll. Kann ich nur empfehlen, wirklich mal auszuprobieren, aber die auch, ne? Die ist gut, Daumen nach oben. Top, top, top. Da hätte ich gerne mal eine große Tube, würde ich gerne richtig verwenden, ne? So, dann habe ich hier, ja, Darmhygiene, Facell, Tampons normal 32. So eine Packung reicht 3 Monate bei mir, weil das sind die normalen, wenn ich meine stärkeren Tage habe, die reichen bei mir und gut ist. Ne, dann habe ich Minis für die leichten Tage. Ich habe bloß meine Tage, 2 Tage davon doll. Also 2 Tage sind so stark und dann der Rest ist dann bei mir, ne? So. Ja, und da reichen die von Facell. Sind einfach Tampons, ne? Favoritenprodukt für auf einen längeren Zeitraum aufgebraucht. Ne? Ja. Dann, oh, das dachte ich so, das zeige ich euch mal. Das war in meiner Doc Morris Box als Probe einmal diese Reishi-Kaffees. Ne? Einmal mit Reishi-Pilz, Espresso-Kaffee, Kokosmilch und Ginseng und einmal so einer mit Kaffee Guarana, Granatapfel, Reishi-Pilz, Ginseng. Okay, 10 Gramm hat man sich mit ein bisschen, also den musstest du mit Milch trinken. Ansonsten ohne Milch konntest du den echt nicht trinken, aber der. Aber den hat man mit Wasser aufgegossen, eine Tasse. Ich finde die Tee, also ich finde diese Kaffees lecker. Man müsste echt mal umschwenken auf die, aber die sind sauteuer, glaube ich. Ich glaube, da bezahlst du für so eine Packung 10 bis 20 Euro. Aber die sind echt toll. Also ich muss euch wirklich sagen, die Kaffees ist ein bisschen gesünder wie den anderen Quatsch, den man so da zu sich nimmt. Ne? Mein Freund sagt auch immer, weil ich trinke ja nur wirklich Filterkaffee. Also eigentlich ist das doch Dreck, was man da trinkt. Ne? Ja, hat er ja irgendwo recht, aber es ist halt ein bisschen günstiger wie der hier, obwohl ich den schon richtig gut finde. Und man hat dann Gefühl, dass man da einen gesünderen Kaffee getrunken hat, ne? Und so, ja, es mag sein, aber es ist halt teuer, das hat halt seinen Preis, ne? Ich? Ja, ich bin gleich fertig, bisschen kommt noch was. Da bin ich jetzt durch mit, ne? Ich war erst so begeistert von dem Geruch und jetzt ist Schluss. Von Balea Glamorous Moments Parfüm Deodorant, da hatte ich mir dann immer mal in einem hohlen Backup von 4 oder 3 Flaschen bestellt oder so. Jetzt ist Schluss, 150 Milliliter. Es roch wirklich gut, das war so ein Dupe zu dem Bagger Rouge oder wie das heißt. Haben mir öfters mal welche so drunter geschrieben. Okay, das war gut, das hat mir gut gefallen. Aber dann irgendwann hast du es doch über und dann ist auch. Na, man muss auch mal dann wieder irgendwas anderes benutzen, aber ja. So, dann habe ich, oh, guck mal, letztes Jahr aus dem Balea Adventskalender, der habe ich dieses Jahr wieder, aber ich lasse mich ja mal gerne überraschen, den öffne ich ja jeden Tag. Handpeeling habe ich endlich alle gemacht aus dem Balea Adventskalender vom letzten Jahr, ja. Handpeeling benutze ich gerne, aber das benutze ich jetzt nicht so oft,
benutze ich meistens so, wenn ich was, momentan habe ich kein Handpeeling da und das ist auch völlig in Ordnung. 20 Milliliter war bloß eine Probiergröße. So, wenn ich Nagellack abmache und dann halt nach dem Nagellack entfernen komme, mache ich dann immer Handpeeling, ne? Und dann, ja, ne, mal gucken, ob dieses Jahr wieder eins. Nicht verraten, ich will mich nicht spoilern lassen. Ich gucke auch kein Adventskalender-Unboxing von Balea, nein. Ich mache den wieder nämlich, ne, falls du neu auf meinem Kanal bist. Die anderen Zuschauer wissen das ja schon, die mich länger verfolgen. Ich tue jedes Jahr, ich habe immer so drei Adventskalender, die ich für mich so zum Überraschen lasse. Und die öffne ich in einem Short, ne? Und ich gucke mir hier auch kein Unboxing an, wirklich nicht. Also wie gesagt, ne, und da ist der Balea Adventskalender dabei. Und dann noch zwei andere, einer definitiv. Und bei den dritten bin ich mir noch nicht schlüssig, welcher das sein wird. Irgendein guter Pflege-Adventskalender. Aber welcher das ist, weiß ich noch nicht, ne? Aber ja, das werdet ihr dann sehen, ein paar Tage vorher, bevor ich die Shorts abdrehe, stelle ich ja dann in so einem kurzen Video. Ne, im Short wird nicht reichen, da mache ich so ein kurzes Video von 10 Minuten. Na, ist das kurz, ja, ne? Welche Adventskalender ich denn jeden Tag mit euch öffne. Ne? Seid gespannt. Das braucht schon mal wieder einen Grund, einen Kanal zu abonnieren. Ne? Wenn ihr jeden Tag euch im Dezember mit mir überraschen lassen wollt, was in meinem Kalender drin ist. Und wer weiß, vielleicht habt ihr dann auch die gleichen Kalender. Das habe ich wirklich tatsächlich letztes Jahr erlebt. Oder vor 2 Jahren, da hat jemand auch ein oder zwei gleiche Kalender gehabt und hat die jeden Tag mit mir zusammen in einem Short geöffnet. Ne? Also, ja, finde ich irgendwie cool. Ne? So. Ich weiß bloß immer nicht, wann ich den Short hochladen werde. Es wird dadurch, dass ich ja dann auch arbeiten gehe, wird der Short dann manchmal auch erst am Abend kommen oder so. Ne? Je nachdem, wie ich den Tag denn immer so Zeit habe. Leute, das war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ich hätte es gerne ausprobiert. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Entweder ist mir das gekippt. Beauty Glam. CBD-Serum. Hautberuhigendes Serum mit 0,1% CBD und 10% Hanfsamenöl. Ich hätte es so gern benutzt, weil ich liebe Produkte mit Hanfsamenöl. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wo das mit drin. Ach, Pinkbox war das mal. Januar 24, die habe ich ja nun gekündigt, habe die nicht mehr im Abo. Ich hätte es gerne ausgetestet und das ist so raues Milchglasfläschchen und die ist wirklich noch voll. Ich kann euch das zeigen. Leider stinkt es ganz ekelhaft. Es riecht echt nicht. Guckt mal so. Also es ist wirklich noch voll, ihr seht das. Weil ich glaube, das lag mir zu lange im Backup oder das ist mir gekippt. Ich hätte es vielleicht gleich im Januar anwenden sollen, wo ich es bekommen habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oh, das stinkt richtig eklig. Ich habe es anders in Erinnerung, diese Gerüche mit Hanfsamenöl. Es riecht ein bisschen kräuterig, ja, aber das riecht wirklich, als wenn es mir gekippt ist. Ich habe es mir den Eimer aufs Gesicht gesprüht. Ich dachte, ich fand es eklig. Ich muss das leider wegschmeißen. Ne? Also, weiß ja nicht, ob ihr das auch schon hattet und ob das bei euch auch so eklig roch oder vielleicht soll das so sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Es muss irgendwie bei mir gekippt sein. Also wenn ich es nochmal bekommen sollte, probiere es am besten gleich mal aus und dann gucke ich mal. Aber es kann vielleicht so sein, dass es wirklich so einen Geruch hat, obwohl ich es eigentlich mag, zusammen. Hanfsamenöl, da hatte ich schon einige Produkte mal getestet, ne? Und die haben auch recht gut gerochen. Aber das war leider nichts. Ja, schade, ich hätte es gerne ausgetestet. Dann habe ich hier auch, ja, guck mal, meine Vita Plus von Kaufland, die habe ich auch. Vitamin C, Brausetabletten, trinke ich jeden Tag eine, ne? Die gibt es immer. Eigentlich verbrauche ich da im Monat auch zwei so eine Dinger. Gut. Ja, die eine ist auch alle, muss ich sagen. Also da ist nur noch eine oder zwei drinne. Ja, ne? Die trinke ich mal jeden Tag, bisschen Immunsystem stärken und fertig. Ob es wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber ich bilde mir ein, glaube ich. Ja. So. Ach ja, hier habe ich von Prada das Parfümfläschchen. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Ne? Die Pappe davon ist halt wieder rausgefallen. Ach so, ich habe hier noch zwei Adventskalenderprodukte aus dem Douglas Adventskalender, aus dem Make-up and Beauty Adventskalender, aus dem blauen Pflege. Ne? Also Spoiler vorspulen, wenn du dich nicht spoilern lassen willst. Da war eine Badetablette drin. The Palace of Orient Bath Fizzer. Ne? Genau. 25 Gramm, Leute, die roch so gut. Wirklich orientalisch, die ganze Wohnung hat danach gerochen. Ich liebe diese Badetabletten vom Douglas. Ich finde die wirklich gut. Daumen nach oben.
Und die riecht immer noch toll, ich kann euch das sagen. So, und dann habe ich aus dem Green Door Adventskalender schon was aufgebraucht. Achtung, Spoiler, diese Naturkosmetik, den ihr bei DM und Osman nur online bestellen könnt. Von Green Door, Naturkosmetik, Basisschiss, Duschgel, Ingwer, Zitronengras, eine kleine Probiergröße. Ja, ist wirklich nur eine kleine. Oh, die roch, die war wirklich, wirklich gut. Also ich bin weiterhin auf die Pflegeprodukte gespannt von den Green Door. Ich habe mir ein bisschen was rausgenommen, ich will ein bisschen was austesten von dem Kalender. Da bin ich wirklich gespannt, wie die anderen Sachen so sind. Momentan wende ich ein Shampoo an. Das ist auch gut. Man duscht sich das ab und die Haut fühlt sich danach so quietschig zwar ein bisschen an. Da merkst du, weil in den anderen Duschgel fühlt sich danach die Haut dann schön weich an. Ja, da wehst du, da ist da irgendeinen chemischen Scheiß oder so, weiß ich nicht drin. Und das duschst du dir ab und das ist schnell abgeduscht. Und dann ist die Haut danach nicht ganz so schmierig noch von dem Duschgel, sondern komplett runter, so ein bisschen quietschig. Aber der Geruch ist geblieben. Du hattest lange den Geruch auf der Haut. Richtig intensiv. Es mag nicht jeder Ingwer und Zitronengras. Ich lieb's. Aber es roch lange nach auf der Haut. Wirklich. Du hast es dir abgeduscht und der Duft, der Geruch war noch da. Daumen nach oben. Ich bin schon mal begeistert, muss ich wirklich sagen. Mal gucken, wie die anderen Produkte so sind. Ne? So die Pflegeprodukte und so. Naja, wenn ich die mal aufgebraucht habe, halte ich euch dann halt mal auf dem Laufenden in den nächsten Monaten. Dann habe ich unter meiner Waschmaschine, habe ich ein bisschen vorgeholt, um was sauber zu machen, von H&M eine Badekugel. Wisst ihr, wann ich den H&M Bath and Body Adventskalender ausgibt? Das war vor 2, 3 Jahren, oder? Und da habe ich die noch gefunden, da lag die unter der Waschmaschine, muss mir mal runtergekullert sein. Ja, die Sachen da von dem Bath and Body Home Adventsspar, Quatsch, Honey, könnt ihr vergessen. Also die Sachen haben überhaupt nicht gerochen. Also das war, naja, gut. Wollen wir nicht weiter drüber reden. So, von Isana Hydrogel Augenpads Summer Vibes mit Weidenröschenextrakt, Algo und Hyaluron, sofort Frischeffekt. Ich habe es wieder gemerkt, die sind mir gerutscht. Oh, und ich war schon ruhig. Und ich bin schon sitzen geblieben. Und die sind gerutscht. Ich musste immer wieder nach. Ich finde dich immer doof, dass die so rutschen. Deswegen, ich bin kein Fan mehr von denen. Also, aber ich glaube, ja, waren die nicht auch bei meiner Mutti mit in dem Beauty-Paket von Geburtstag? Ich weiß das krass gar nicht. Ich glaube ja, wenn ich sie geschenkt bekomme, aber ich hole mir die jetzt selber nicht mehr so unbedingt, muss ich euch ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, die rutschen mir, ne? Ich habe jetzt wieder verwendbare Augenpads, da mache ich das manchmal so, dann nehme ich den Augenserum, mache ich mir rauf, ne? Und lasse ich kurz eintrocknen und dann kommen die Pads rauf und das macht sich noch besser. Und das ist wunderbar. Und die rutschen nicht, die selbst wiederverwendbaren Augenpads. Die bleiben richtig kleben. Und ja, man muss halt wirklich bloß das Serum eintrocknen lassen, ein bisschen. Nicht zu feucht und dann die Augenpads rauf machen. Aber auch nicht zu trocken. Also man muss dann gesunden Mittelmaß finden, ne, dass das Serum so halbwegs eingetrocknet ist und dann die Augenpads rauf. Mega. Und dann so für 15 bis 20 Minuten und da rutscht nichts. Ja. Ne? Ja. Dann habe ich noch, und da bin ich fertig. Ja, heute war es wieder ein bisschen mehr, letztes Jahr aus dem Rituals Adventskalender. Also dieses Jahr muss wieder irgendwie einer sein. Mal gucken, entweder der Große oder der Kleine. Ich weiß es noch nicht. Irgendeiner wird es sein. Mal gucken, dann wieder im Sale der Kleine oder so. Ne? Wie letztes Jahr, da habe ich noch ganz günstig geschossen. Da habe ich The Ritual of Namaste. Purify, dieses Velvety Smooth Cleansing Foam, Moringa und Holy Lotus, dieses milder, seifenfreier, cremiger Reinigungsschaum, der ist wirklich gut. Und da hat man dann 30 Milliliter drin. Ich liebe ihn, ich kriege damit wirklich dann den Rest Schlons runter und ich finde auch, also Make-up und so, und ich finde auch den Geruch so wirklich toll, brennt auch nicht in den Augen, ist wirklich gut. Und das benutze ich immer wieder, wenn ich das habe. Daumen nach oben. Ich liebe es. Ne? Das ist immer mit am Start. Dann kommen wir zum letzten, was nicht so toll war. Von Clinique. Ja, ihr hört richtig, war nicht gut. Nochmal will ich das nicht haben. Von Clinique, das All About Clean Rinse of Foaming Cleanser. Das war ein Gesichtsreiniger. Furchtbar. Er roch nach gar nichts. Der hat so einen Apothekengeruch gehabt.
Also so komisch. Und das hat in den Augen ekelhaft gebrannt. Also ich möchte, ja, man soll sich ja nicht direkt das in die Augen schmieren, aber wie jetzt das von Rituals oder so, das brennt mir nicht in die Augen, ne? Wenn da was aus Versehen hinkommt. Also wenn ich so ein Gesichtscleanser habe, möchte ich nicht, dass der mir in den Augen brennt, weil es kommt immer mal vor, dass ein bisschen was in die Augen reinkommt und der hat gebrannt in den Augen, brauche ich nicht nochmal. Von der Reinigungsformel her, ja, ging so. Das war so eine komische, was steht hier oben? Die war nicht richtig fett, also das war nicht so richtig flüssig, aber auch nicht richtig fest. Das war so eine ganz komische Konsistenz, weiß ich nicht. Mousse, ja, Mousse fand ich jetzt aber auch nicht. Nee, es muss ich nicht nochmal haben, ne? Kleine Größe auf Gebrauch von 30 Milliliter, nein, nochmal nicht. Nee, das war Daumen nach unten, das muss ich nicht nochmal haben. Nee, das war nicht gut. Eins noch, das mache ich heute noch alle. Und zwar von Yves Rocher die Monoi Tahiti Handcreme. Oh, Monoi ist voll mein Geruch, ne? Ich lieb's. Die Handcreme, ja. Ich muss sagen, so richtig pflegend. Der Geruch ist toll, aber ich fand es jetzt nicht so super pflegend. Aber ich fand halt den Geruch gut, ne? War letztes Jahr in dem Yves Rocher Adventskalender. Ich glaube, dieses Jahr war der wieder mit drin. Deswegen, ich habe den Yves Rocher Adventskalender dieses Jahr nicht unboxed, weil sich irgendwie die Sachen wiederholen. Ne? Das war irgendwie. Deswegen dachte ich, so verzichtest du dieses Jahr auf den und dafür gibt es dann halt einen anderen, ne? Wie der Green Door zum Beispiel oder so, den ich unboxed habe. Ja, ne? Genau, stelle ich mir jetzt hier hin und der Rest wird noch rausgekratzt. Ja, das waren heute wieder knapp 40 Minuten. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich noch ein bisschen was schneide, aber ich denke, ich gucke mir das Video also sowieso noch mal an. Es kann sein, dass ich mal ein bisschen was rausschneide. Ja, schreibt mir gerne mal so in den Kommentaren, ne? War da was dabei, was ihr auch immer nachkauft? Oder habe ich euch jetzt mit irgendwas angeregt, wo ihr sagt, ja, das teste ich auch mal aus, ne? Bin ich mega gespannt. Schreibt mir das mal unten in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Jetzt zum Schluss blende ich euch ein. Meine aufgebraucht, seht ihr hier. Du siehst meinen Kanal, kannst du völlig kostenlos abonnieren, würde ich mich richtig über freuen. Hier und siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hani.